Moin. Ich bin heute in Ostbevern unterwegs und zwar helfe ich heute Andreas Pohlmann, der ist gerade am Roggendreschen und ich fahre ein bisschen mit ab. Und hier kommen Bombenerträge runter. Also auf dieser Fläche sind so 18 Bodenpunkte, also sehr sandige, leichte Böden, wofür Roggen ja extrem gut geeignet ist, da er eben eine viel bessere Wassereffizienz hat. Und hier kommen so Erträge von durchschnittlich 10 Tonnen runter. Und das ist schon für Roggen sehr gut. Also er kann damit auch mit Weizen mithalten und eben auf solchen Standorten wie hier auch noch bessere Erträge fahren. Hier wurde alles teilflächenspezifisch gemacht, von der Aussaat über die Düngung bis zum Pflanzenschutz. Und das bezahlt sich jetzt natürlich aus. Also es ist natürlich sehr betriebsmitteleinsparend. Und außerdem wurde hier auch mit der Gülleschlitze gearbeitet, was ich schon im Frühjahr euch mal videografisch gezeigt hatte. Und das ist natürlich extrem gut, weil die Nährstoffeffizienz dadurch viel besser war. Also zur Zeit der Gülleausbringung war es relativ trocken und sonnig. Das heißt, vieles ist bei der Ausbringung durch Schleppschuh und Schleppschlauch dabei in die Atmosphäre durch Emissionen, also durch gasförmige Emissionen verloren gegangen. Und das Problem hat man eben bei der Gülleschlitze nicht, weil die Gülle eben direkt an die Pflanzenwurzel gebracht wird, also direkt in den Boden eingeschlitzt wird und damit eben die Nährstoffe dort ankommen, wo sie auch benötigt werden. Und das bringt natürlich hinten raus ertraglich extrem viel, was wir jetzt hier sehen. Und ja, hat sich extrem gelohnt, dieser Versuch. Ja, sehr cool.